Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vio Real Life. Wieder mit mir, dem Mr. Swiss Zocker und dem MMR Liners 11. Hallo. Servus. Und mit dabei ist noch ein Special Guest, der Jan. Hui. Tag. Genau, da darf der. Eieiei. Yes, umgehauen. So fährt man in der Schweiz. Steig auf. Nein, in der Schweiz fährt man Auto und genau das wollte ich jetzt nämlich holen. Ach so, ja stimmt, meins ist ja explodiert im letzten Part. Das müsste auch noch dastehen. Nee, meins ist, da stand dann, dein Fahrzeug wurde zerstört. Ja, wenn dein Fahrzeug hier explodiert, dann ist es weg. Hier sehen wir einen wunderschönen 911er Mod. Also ich habe extrem viele Autos, nee, eigentlich nicht extrem viele, ich habe ein paar Autos gemoddet. Der Infi? Nope. Welchen? Weil der so übelst viel rumfährt, da wird das GTA zusammenkrachen. Ne, so. Ich habe den Buffalo hab ich gemoddet, den M3, den ich das letzte Mal gesehen habe. Dann den Comet, den Porsche-Verschnitt, habe ich einen richtigen Porsche drauf gemoddet. 911 Cabrio. Was habe ich noch? Ich habe auf dem Premiere, eine A6 Limousine drauf. Und dann noch irgendwas, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Danke. Ich würde mir jetzt erstmal nochmal eine Tampa kaufen hier. Mein Auto steht nicht hier. F1. Oh. Fahrzeuge. W-Help. / W-Help. Alter. Ja, ich hab's gekauft. W-Info, Cell Car, Break. Weißt du, wie du es respawnst? Ja, nein. Mach mal. W-Info. Lass mal. Tipp mal das hier ein. Marcel lässt wieder einen Klugscheißer raushängen. Eins. Du hast kein Fahrzeug mit dieser Nummer. Verarschen? Da, was ist, wenn du W-Infos eingibst? / W-Infos? Du bist momentan im Besitz von 0 Fahrzeugen, von maximal 3. Ich hab mir doch dann eins ist gekauft. Ist irgendwo, keine Ahnung, verschwunden. Dann kannst du mal bei mir einsteigen. Warte, nee. Erstmal ein gemeinsames da Auto ist nutzen. Der wunderschöne M3. Nee, ich kauf mir ein eigenes. Hallo? Aber ich. Okay, wie du willst, es war ein Angebot. So. Ich müsste erst noch Geld holen. Muss ich da meine E-Mail eingeben? Ja, mach mal alles so. Dann kommt es schon nicht die ganze Zeit so. So, Drive-In nennt man das. So fährt man also in Deutschland Auto. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. So lernt man es. What? Der Geisterroller! Hilfe! Komm einfach. Ich will den Roller aufnehmen, der kommt mir einfach so entgegengefahren. Hier steht Rainbow, super. Alter, steh doch nicht mitten auf der Straße rum. Ich weiß nicht, ob der AFK ist, dann will ich ihn nämlich jetzt einfach mal so killen, auch wenn ich das nicht darf. Ja, ich hab den AFK. Ich hab echt grad Schiss gehabt. Mein GTA kackt mal wieder ab. Wie kann ich... Wow! Mein Alt-GR... Ach doch, jetzt funktioniert's. Betrag, 750. Dash Rebind. Auszahlen. So, / wie kann ich meine Dingens-Infos sehen? Wer hat meinen Roller? Er hat meinen Roller geklaut. Schlagt ihn. Steinigt ihn. Steinigen, verprügeln, durch den Fleischwolf hauen. Töten denken. Nee, wie sehe ich nochmal alles meine Charakter-Infos? Wie viel Geld ich auf dem Bankkonto habe? / self und dann auf Optionen. Nee, auf Status. Okay. Ich gehe mal ein bisschen fa. Ach du. Juhu. Das heißt ja auch zu blöd. X. Wie schließe ich das Auto ab? /lock. /lock, ja. Genau. Dann kommt dann auch das geile Geräusch. /lock 1. Ich Fail. Weiß, was Jobs so gibt. /lock 1. Nee, ich will es abschließen. Lock 1. Ich war immer mit abgeschlossenem Auto. So, wo bist du? Ich bin auf dem Weg zum gelben Punkt und bin auch gleich da, um einfach mal zu gucken, wie viele Jobs hier so was gibt. Was ist der gelbe Punkt? Der Sorry! Ist Sorry, Bro! Alter! Du fährst einen scheiß Infi, lass mich in Ruhe! Turi. Turi, nicht Infi. Ja. Oh! Sagt dir. Ach, ja, stimmt, ein M5 habe ich auch noch irgendwo. Drauf! Marcel? Ich weiß aber gerade nicht, ja. In welchem Auto. Ich bin jetzt hier am Flughafen. Ich hol dich ab. Ja. Ich fahre mit so einer coolen Roller. Ja, komm, keine Ahnung. Wohin musst du? Gar nichts, ich habe jetzt Zeit.
Kommt zur Stadthalle. Moin. Ich weiß nicht, was für einen Job ich machen soll. Also ich bin jetzt Fahrhammer. Alter, die Medics fahren auch wie geisteskranke Leute, ne? Ja. Ich glaube, hier steht irgendwo ein Blitzer da vorne. Deshalb fahre ich jetzt mal 80. Ich bin beim... Ich glaube, er holt mich gleich ab, oder? Da kommen einfach zwei Tanker um die Ecke gerast. Also zwei so Zementlaster. Wo bist du? Ich bin noch immer noch am Flughafen. Ich komm dich abholen. Warte da. Wie, bist du der Idiot, der gerade über so einen Hügel fährt? Nein. Hat mal gerettet. Vor mir ist gerade einer übel über mich rübergesprungen. Ich bin der Idiot mit der kaputten Türe. Und, ja, ohne Stoßstange. Weil mir irgendwelche Vollpfosten reinfahren. Ich stehe gerade unter diesem Schild, wo dieses Flugzeug und diese Bridge da drauf ist. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Pharma-Job mal. Ich hab gerade die Polizei mal vorbeigelassen. Bist du das, der hier im Kreis fährt? Ja. Slong ja, Hobbylos. Oh, bist du im Pharma-Job, ist ja übel weit. Warte mal, /lock. 1 mit G einsteigen, ne? Ich weiß, ich kenn's. Er ist früher mit F eingestiegen, hat mich immer rausgeholt. Ja. Hat die immer Türe ganz ist offen. Bisschen gekillt hat dann. Ich fahr mal zum Noobspawn und park da meine Karre, ne? Ich park meine mal beim Noobspawn, soll ich die auch mal parken, doch. Alter, hier fahren alle auf der falschen Straßenseite. Sind wir in England? Nö, in der Schweiz. Da machen alle, was sie wollen. Nee. Ja gut, stimmt schon. Ja, sag ja. Nee, was ist nicht in der Schweiz? Die Schweizer fahren immer nach Deutschland und machen, was sie wollen. Das finde ich auch so übelst lustig, ne? Letztens habe ich mal so bei, wie heißt die Scheiße? Bei Sport1 TV gibt es ja die PS-Profis. Ja. Und die waren da mal bei so einem Autohändler, der hat gesagt, ja, der Wagen kommt aus der Schweiz, ist also auch nicht getreten worden, die dürfen da nur 120 fahren. Da dachte ich mir, wenn du wüsstest. Okay. Nee, keine Ahnung, man darf zwar nur 120 fahren, aber interessiert die meisten Leute, ehrlich gesagt, feuchten Scheißdreck. Ja, mich auch. Ja, und jetzt wollen sie sogar das Tempolimit auf 80 runterdrosseln. Auf der Autobahn? 80, ja. Nein, nicht auf der Autobahn, da stehst du ja fast. Ja, hab ich auch gedacht, ja, fährst du gleich laufen. Landstraße. Ja, das ist doch so. Ich ja, lauf mal. Ja, hier in Freiburg haben wir das Stück nach Offenburg runter, haben wir unbegrenzt, da fahren sie echt zum Teil, teilweise kommen die da Maseratis allen Scheiß entgegen, die da echt ihre 200, 300 Stundenkilometer fahren. Und ich komme mit meinem Fahrschulwagen, das ist ein Golf, die neue Version, kommt auch schon auf 180, so. Und da habe ich auch mit meinem ersten BMW neulich überholt. War ganz, ganz stolz auf mich. Ich dachte, yay, das ist der erste und der letzte BMW, den ich jemals überholen werde. Wenn ich nicht selber mal einen fahre irgendwann. So, ich suche hier irgendwo einen freien Parkplatz, wo nicht 10.000 andere Autos noch stehen. Ich glaube, ich mache hier gleich mal die Mission. Was ja, für? Ich mache jetzt hier gibt es so eine Mission, die heißt The Truth, The Dings, Bumster, The Truth oder irgendwie sowas. Ich habe gerade einen fliegenden AA6 gefunden. Ja. So ein Ding will ich auch. Aber in echt bitte. Ja. Wo sind die öffentlichen Parkplätze? Der da oben ist mir zu voll. Okay, ich versuche mein Auto zu respawnen und es geht immer noch nicht. Du hast nicht genug Geld. Oh, soll ich parke jetzt einfach beim Krankenhaus, YOLO. Überall so Luxuskarossen, ich stelle einfach meinen Tampa dahin. Ich mache jetzt die Mission, die ist geil. Tu das. Ich bin gerade mal am gucken. /help. Parken, /park. Ja, man müsste schreiben können, park. Fahrzeug geparkt. So, dann machen wir mal die Motori aus. Ist schon aus. Gut. Dann steigen wir mal aus. Nee, warte. Oh, lol. /lock. 1. Lock. 1. Ohne Dollar bitte. Ich glaube, ich habe Payday. War ein bisschen Break. Glaub. Eine Stunde. Handbremse angezogen. Dann. Wie kann ich das respawnen? Tau W. Handbremse angezogen. Super. Ich glaube, wir haben ja, da wir noch Noob-Schutz haben, kann ich bei der Mission gar nicht gekillt werden. Break. Na,
Ich kann heute echt nicht schreiben, ne? Break. Handbremse gelöst. Oh doch, ich kann gekillt werden. Verdammte Kacke. Steig mal von meinem Auto runter, bitte. Erstmal auf das andere Auto. Du hast deinen sozialen Status verloren. Dein Status wird auf Immigrant gesetzt. Schön. Was kann ich jetzt damit machen? Ja, mach so wie ich. Stirb einfach. Wie kann ich mein Auto respawnen? Ist doch kacke. Geht da, was steht denn da bei dir? Gar nichts. Wie, mach Slash. Ich muss noch eine Nummer eingeben. To. Ja, natürlich. 1. Nicht genug Geld. Bei mir stand das auch und letztes Mal stand bei mir ja, das Fahrzeug ist nicht leer. Aber irgendwie auf jedem anderen Server waren bei der Mission keine Wachen. Da waren keine Wachen. Aber jetzt auf einmal sind wir welche, das ist voll gemein. Du hast es nicht drauf. Wenn du gewohnt bist, da durchzurushen, dann auf einmal steht da so ein Typ mit der MP4 und du hast nur eine, du hast keine Schutzweste und nur so eine blöde, normale Pistole mit Schalldämpfer, da hast du keine Chance. Wie mache ich nochmal das Licht an? Mit der L. meine Scheinwerfer sind nur kaputt, okay. Also schon zu Schrott gefahren. Mhm. Ich glaube, mal alles putt machen müssen. Ja, ich hasse es eigentlich auch, wenn ich mit einem kaputten Auto rumfahre. Ich würde sagen, hast du schon einen Job? Nö, ich bin gerade erst auf den Server gekommen. Stimmt. Dann hol hier mal einen Perso und einen Ja, das weiß Dingens, ich, kenn ich. Einen Job. Ich fahre so lange rum, damit mir keiner mein Auto abgreift. Ja. Beziehungsweise ich drift hier noch ein bisschen drum, weil der Tampa, der lässt sich so geil quer treiben. Und wie lange dauert denn das Krankenhaus? Das ist ja. Wie sehe ich eigentlich, wie viel Benzin ich noch habe? Ja, das siehst du rechts in deiner Anzeige, wenn du ins Auto sitzt. Du brauchst ja fast eine Lupe zu. Ja. Was ist, Jan? Wieso kostet hier der Führerschein so viel? Was soll das? 750, nee, 1450, oder? 750. Nee, 750. Das ist normal. Du musst das halt verdienen. Ich hasse verdienen. Du hast Arbeit. Das ist der einzige. So, jetzt muss ich aber bitte nicht, ich habe mein Auto da hinten, da oben geparkt. Toll, ich bin im Krankenhaus. Super klasse. Wie komme ich hier raus? Also da vorne. Nochmal eine blöde Frage. Wo kann ich mir nochmal einen Job holen? Ah, da, hab's gefunden. Ach du Kacke. Wo bin ich denn? Ich hab so das. In Las Venturas? Ich dachte, dass der Typ da hinten mir das Auto. Ich bin in Las Venturas. Marcel? Was machst du in Las Venturas? Ich bin gestorben und wache auf im Krankenhaus in Las Venturas. Das ist nicht cool. Was soll ich für einen Job nehmen? Irgendwas. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal fett ins Casino. Und lass mich über die Schranke fliegen. Mach Pharma. Ich hole in der Zeit, hole ich den Marcel ab. Scheiße. Ja, warte, ich steck ein. Ja, nee, ich habe nur zwei Plätze. Ach so. Nein, fahr zu dem T, das auf der Karte ist. Das ist unter dem Pharma-Shop, da ist ein T. Fahr dahin. Ich? Ja. Das versuche ich jetzt nämlich auch mal hinzukommen. Wow. Was ist da? Wo ist hier ein T? Guck mal auf die Karte. Das ist ein Doppel-T. Das ist nicht, eben nicht ein T, sondern so ein zweibeiniges T. Fahr dahin, da steht mein Auto und da kannst du die Mission machen. Ich hol dich jetzt mal in Las Venturas ab. Okay, warte, ich zeig dir den Treffpunkt. Wo bist denn du gerade? Ich fahre jetzt gerade über den Highway zu der kleinen Insel. Ich weiß nie, wie die Insel heißt. Also die Gegend hat irgendeinen speziellen Namen. Also wenn du die Karte aufrufst, nehme ich jetzt gerade den Highway links oben beim Herzchen. Beim Herzchen, okay. Dann fahr doch mal dann eben nach Las Venturas und ich fahre jetzt nämlich gerade auf dem, wenn du die Karte öffnest, auf dem Highway in Las Venturas, der bis nach Los Santos geht. Marcel, ich muss da jetzt ernsthaft hinlaufen. Wo? Ja, zu diesem Doppeltee. Hol dir einen Roller. Du hast einen Roller da bei der Stadthalle. Du hast zehntausende Roller. Ja, fahr halt auf der Mitte der Straße, damit ich nicht überholen kann. Im Ernst jetzt? Wehe, ich warne dich. Zieh rüber und du bist tot. Basti 1412, ich warne dich. Ich glaube, das ist ihm relativ bums. So. Du Assi. Ach so, der muss da wenden. Deshalb. Wir bumsen eine Rolle hier gerade. Was? Wo stehen die Roller? Ja, die stehen überall verteilt. Marcel, ich bin jetzt gleich an der Kiesgrube. Kiesgrube? Mhm. Na, ich bin rechts in. Wow! Wow! Wie hoch das Wasser kommt! Wow!
Ich bin mit dem Roller gefahren, auf einmal kommt mir da irgend so ein Vollspacken mit einem Riesenlaster entgegen und haut mich einfach mal vom Highway. Ich glaube. Ich bin die ganze Ding runtergeflogen. War das ein Beton, was so ein Zementmischer? Ja. Shit. Dann sind wir auf. Bist du auf dem falschen Highway? Weil dann. Wo bist du auf der Map? Oben? Ganz oben? Ich bin also, wenn du oben rechts ist ja Las Venturas und unten ist Las Santas, Los Santos. Und da ist ja so ein Fluss und die Straße, die über den Fluss fährt. Also nicht die ganz rechts, die kleine, sondern den Highway, da wo das Fragezeichen ist. Da fahre ich gerade entlang. Alles. Nach Los Santos rein. Ah, ich habe den Lastwagen gefunden, der dich gerade weggehauen hat. Ich komme. Ich konnte nämlich gerade auch noch kurz die Spur wechseln. Wo bist denn du jetzt gerade? Ich fahre auf dem Highway dir entgegen. Ich fahre jetzt über den Fluss hier, über so eine Brücke. Von Las Venturas nach Los Santos? Nein, von der Wüste nach Las Venturas. Und hier ist so eine geile Villa. Wow! Dann fahren wir irgendwie total falsch. Also, ich bin an der... Weißt du, wo die Kiesgrube ist? Ja, die ist ganz irgendwo anders. Hier kommt nämlich andauernd Zement. Lass dein Gegner, kam gerade wieder, ne? Bei mir auch. Ja, dann bist du weit weg von der Kiesgrube. Weißt du was? Fahr mal zu dem Doppel-T da. Da fahre ich nämlich auch gerade hin. Vielleicht treffen wir uns so irgendwie unterwegs. Weil, so wie es sich anhört, bist du übel weit weg von mir. Da hinten hat sich gerade ein Zementmisch auf das Dach gelegt. Ja, ich keine Ahnung. Überall rum, das ist abartig. Weißt du, wo die Blueberry Farm ist? Nein. Da diese Drogenfarm. Das ist ja da bei dem Doppel-T, glaub. Nein. Nee, dann weiß ich's nicht. Aber ich weiß nur, dass es der einzige Roller ist, den ich kenne, der knapp 150 schafft hier. Ja, haben wir letztes Mal schon gesagt. Nee, keine Ahnung. Hast du die Story gespielt? Ja. Weißt du, wo du da mit dieser Bitch, ich finde das Wort nicht, im Wald da bist? Ah, ja. Das kleine Häuschen da. Wie weit bist du davon entfernt? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Bist du auf der Insel von San Fierro? Nein, mittlerweile bin ich zwischen Los Santos und San Fierro. Ich bin weit von dem Doppel-T entfernt. Ja, ich bin jetzt auch bei Doppel-T fast. Doppel-T. Vom Roller hat es mich auch wieder runtergeschmissen. Übrigens, an meine Zuschauer, wenn ihr hier mit einem Infi voll drüber brettert, landet ihr genau auf dem Flughafen. Das ist die Imba-Taktik, um Bullen loszuwerden. Probiert's aus. So, ab jetzt zählen wir Betonmischer. Jeder, der mir entgegenkommt. Das ist nicht mehr normal, gerade eben kannst du einer. Für jeden kriegst du Keksmasse. Ja, ich habe den Leben... Ah, oh, Junge, schon wieder. Ich habe die Kekse hier neben mir stehen. Du bist beim Doppel-T? Warte, ich bin auch hoffentlich da. Ich fahr gerade durch den Tunnel, der LS mit SF trennt. Ah, ich bin unterwegs, ja. Wie weit bist du vom T... vom Doppel-T entfernt? 2 Minuten. Ja, das dürfte bei mir auch hinhauen. Dann dürfte fast gleichzeitig ankommen. Hast du einen Roller? Ja. Muss ich hier runter? Ja, ich muss hier runter. Scheiße, alle Zucker kaputt fahren. Ja, ist auch gut. Ich bin gleich beim Doppel-T, soll ich? Ich bin schon da. YOLO! Ah, bist du das auf dem Motorrad neben? Nein, ich fahr kein Motorrad, weil ich zu dumm dafür bin. Ich bin beim Doppel-T. Ich auch. Du bist jetzt schon da? Warte, okay, ich brauche noch eine Minute. Nein. Ich sehe dich gerade. Wie ich angerollt komme, ne? Ja. Oh lol, ich muss den Berg hochfahren. Langweilig, ey. Ich park hier mal einfach so. Langweilig. So, Slash Break. Handbremse angezogen. Warum machst du immer Handbremse an? Damit niemand das Auto verschieben kann. Weil guck, der hat sie zum Beispiel nicht angezogen. Dem könnte ich jetzt das Auto wegschieben. Aber du kannst ja wieder respawnen. Außer du lässt es in die Luft fliegen. Ja, und ich guck... Ja, aber wenn... Keine Ahnung, ist ein bisschen dumm, weil dich das Geld kostet. Und jetzt kann ich meins hier nicht verschieben, weil es ist dumm, wenn du irgendwie an so einem Hang stehst und irgend so ein Typ findet, lustig, ich bin lustig und schmeiß dich einfach mal runter, dann bist du ärmer. So, jetzt bin ich gleich beim T. Ich fahre jetzt einfach mal querfeld. Wow. Was ist das für eine Mission? Ah, ich seh's. Dann musst du einfach, ich komme jetzt zu Fuß, ins Regierungsgebäude in der Area 51 einbrechen. Du hast aber nur eine Schalldämpfer und die Wachen haben irgendwie MP4 oder so und du musst die halt killen und musst Beweise stehlen
und dazu noch Doktoren umbringen. Wow. Ich droppen hier. Die diese M4, wenn du sie killst? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist sind vorher welche. Gestorben. Ja, hi, Marcel. Ah, hi. Kommt mal mit, ich zeige euch, die Mission ist da hinten. Ja, ich weiß. Ne, sind diese Gegner, sind das NPCs oder sind das echte? Na, die schießen halt auf dich. Ja, sind das echte Spieler?